Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier ein International 340 Utility am Start. Der Mod kommt in der Version 1.0 daher und hat eine Größe von 30 Megabyte, genau. Standarddaten 47 PS, 58 Liter Sprit und 25 km/h. Der gehört eher zu den kleinen kleinen Traktoren, hört sich soweit aber echt gut an vom Sound, dem kann ich euch jetzt schon mal ein bisschen verraten. Wir können hier was am Design verändern, und zwar mit Standards. Dann können wir hier, super, ne, ihr seht jetzt hier hinten, tut sich schon mal was. Hier, ich mache jetzt mal die Ansicht so, dann sieht man es vielleicht besser. Also hier tut sich schon was, ne? Dann haben wir hier nochmal so eine Änderung, dann haben wir hier nochmal so eine Änderung. Und dann geht es hier auch auf Gelb, ein bisschen ein Farbblackstring und wieder Standard. Reifenvariante könnt ihr auswählen mit AG und Ruf. Der kommt noch ein bisschen weiter runter. Dann ist jetzt hier wahrscheinlich die Straßenbereifung. Modausführung könnt ihr auch einstellen. Das Problem ist nur, ihr seht hier oben ändert sich mit der PS-Zahl sowas von gar nichts. Frontlader könnt ihr hinzumachen, denn es gibt auch einen Frontlader dazu. IH-Loader, Ford i9-Loader und gar keinen. So, wir holen uns jetzt mal kurz noch die Frontlader ins Boot, denn ich habe gerade gesehen, dass ich was vergessen habe. So, und zwar haben wir diesen hier, na, das ist dieser IH-Loader, National, na, ganz einfach hier. Und hier gibt es noch einen Ford, na, den kann man auch dazu nehmen. Denn Ford, No Name, je nachdem, ohne oder mit Name. Ja, den holen wir uns auch noch dazu und somit stehen wir jetzt hier vor diesem IH-Loader hier. Wir gehen mal wieder ein bisschen näher rein an das gute Stück hier. So. Und hier diesen anderen Frontlader kann man, glaube ich, nicht arg viel zeigen, denn ja, ich würde sagen, es passt soweit. So, wir öffnen mal in den rein. Innen drin sieht es natürlich noch so aus, da sieht man gar nichts, also keine Anzeige, nichts. Na, lenkt auch relativ schnell hier im Auszustand hier. Die Hupe haben wir auch. Auch eine andere Hupe am Start. Und ja, würde ich sagen, lass mal den Motor an. Na, Sound passt soweit. Vorwärts hält er sich an die km/h-Zahl, das funktioniert. Nicht ganz zwar, er fährt 23, aber rückwärts. Aber rückwärts, ihr seht hier, 4 km/h. Ne? Mehr geht nicht. So. Andere Ankuppelsound, die Schläuche sind auch drin. Dann gehe ich mal vorsichtig davon aus, dass es auch funktionieren würde. Belastungssound ist auch da. Passt soweit. Genau. Sehr schön. Ja. Mir kann ich auch viel dazu sagen. Hockt relativ tief, finde ich. Können wir es nicht so viel dazu sagen. Funktioniert allerdings, Lenkrad nimmt er gut in die Hand, allerdings die Füße werden gar nicht verwendet. Aber vielleicht kommt dann ja noch ein Update, könnte ich mir ganz gut vorstellen hier. Die 4 km/h finde ich dann doch ein bisschen arg langsam. Da hätte man auch 8 oder 10 km/h machen können. Und ja. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz, wie es im Dunkeln aussieht. Wir machen mal hier den Dinger hoch ein bisschen. Dann sehen wir, jetzt fliegt auch nur die Maus durch die Gegend hier. Gucken wir mal. Einmal Licht, ne, das funktioniert. Vorne, hinten gar nichts. Zweimal Licht, geht vorne noch ein bisschen was an.
Dreimal Licht funktioniert dann gar nichts mehr, für mal wieder alles aus. Hier drin tut sie aber beim Licht auch nichts. Ihr seht selber genauso dunkel wie vorher. Blinker brauchen wir gar nicht probieren wahrscheinlich, denn ich denke, der hat gar keine Blinker. Man hört es zwar, aber es funktioniert nicht. Na? Gut. Okay. Logbuch, ne? Logdatei hier. Ihr seht, das sind Warnings, das sind Errors, sind noch drin. Und ja, da muss man wohl noch ein bisschen nachbauen sozusagen. Und wenn ihr ihn trotzdem haben wollt, wie immer, unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Download. Da könnt ihr ihn dann runterladen. Und dann würde ich sagen, das soll es wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal und ciao.